Wie kann ich als Christ mit Sorgen umgehen? Wir alle sehnen uns nach einem sorgenfreien Leben. Und doch gibt es im Alltag so viele Anlässe, die uns Sorgen bereiten. Der Psychologe William Guerin von der Universität Columbia hat herausgefunden, dass wir Stresshormone ausschütten, während wir uns Sorgen machen. Genau die gleichen Stresshormone, wie wenn wir tatsächlich in dieser Situation wären. Und dadurch entstehen Magen-Darm-Probleme, Rückenleiden, Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Depressionen und vieles mehr. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich mache mir intensiv Sorgen um meine Arbeit, ich kann nicht schlafen, und dann komme ich am nächsten Tag unausgeschlafen, unkonzentriert und antriebslos zu meiner Arbeitsstelle, dann wird es meine Situation nicht gerade verbessern. Laut einer Studie sind es aber 92% unserer Sorgen, die gar nie eintreffen, die wir uns völlig umsonst machen. Und das ist dann wie ein Tank mit einem Loch, wo der Kraftstoff entweicht, ohne dass es uns vorwärts bringt. Als Christ ist es mir wichtig zu fragen, was sagt die Bibel dazu? Jesus sagt, sorge dich nicht. Unser Vater im Himmel weiß, was ich brauche. Er will für mich sorgen. Er lädt mich ein, dass ich mit ihm lebe und verspricht mir, dass er für das sorgt, was ich brauche. Das bedeutet aber nicht, gedankenlos durch die Welt zu gehen und sich keine Gedanken über die Zukunft zu machen. Sehr gut passt in diese Situation der Gelassenheitsspruch der anonymen Alkoholiker, wo es heißt, Herr, schenk mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Schenk mir aber den Mut auch, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Petrus sagt mir auch, wirf deine Sorge auf den Herrn. Er wird dich versorgen. Wenn ich etwas werfe, dann muss ich es loslassen. Das ist also die Einladung Gottes an mich. Und Paulus schreibt, dass wir unsere Sorgen abgeben dürfen bei Gott im Gebet. Es hilft mir aber auch nicht, wenn ich mir ständig vorsage, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Erst recht ist das Wort Sorge dann in meinen Gedanken. Stattdessen kann ich über anderes nachdenken. Paulus fordert mich auch dazu auf, über das nachzudenken, was gut ist, was mir hilft, was mich ermutigt. In der Bibel gibt es immer wieder Leute, denen Gott aus schweren Situationen geholfen hat. Das Volk Israel, das es versorgt hat, Daniel, den er in der Löwengrube beschützt hat. Die Bibel ist ein realistisches Buch. Sie sagt nicht, dass es keine Sorgen gibt, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Aber sie sagt, dass wir diese Sorgen abgeben dürfen. Ich darf meine Sorgen bei Gott abgeben und ich darf stattdessen über anderes nachdenken, was mich ermutigt. Und ich darf Vertrauen haben, dass Gott mir in den Schwierigkeiten, die mir auch immer wieder begegnen, helfen wird. Bei meiner Arbeit habe ich vor längerer Zeit einen Konflikt erlebt, der sehr schwierig war und mich sehr belastet hat. Ich habe mir dann einen halben Tag Zeit genommen, um darüber nachzudenken, zu beten, in der Bibel zu lesen. Und während dieser Zeit war es mir so, als ob Gott selber zu mir gesagt hätte, Hans, bleib nur ruhig, mach dir keine Sorgen, ich werde dafür sorgen. Und so war es dann auch. Gott hat mir seine Hilfe geschenkt.